gehen wir aus dem Weg. Ach ja, das war ja die... Ja. Die Vorstellung mit historischer Kleidung. In der Schule von Little Hope, ja. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Unsicher, ne? Weil letztes Mal haben wir gesagt, es muss so sein. Echt? Ja, okay. Dann sind wir unsicher. Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker. Unsicher geht auch nach oben. Ängstlich nach oben, unsicher nach oben. Ja. Wir machen das schon. Nachher nässen sich bei jedem Schritt ein. Gott, ist das dunkel. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich jetzt hier hingehe. Ja. Ach, höher kommst du nicht, ne? Nee. Da vorne ist irgendwas. Wo lang? Beeilen wir uns. Ja, wo lang? Wie recht du hast. Schaut mal. Hey, halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Weglaufen. Da steht ein Mädchen und ihr kackt euch ein. Echt? Ihr bleibt hier. Ah, wirklich? Und er geht mutig vor, ich regle das. Klein Mädchen. Ich komm mit. Ja, genau. Warte, ich komm mit dir. Er braucht Verstärkung. Gegen ein kleines Mädchen kommt er alleine nicht an. Entgegenkommt ist gestiegen. Okay. Hey, ihr zwei! Das ist nicht gut. Oh, okay. Ich geh doch nicht weg. Ich geh nicht weg, weil ich konfrontieren. Hey! Ist da wer? Ja, sie ist doch da. Hey! Hallo? Hä? Hey! Oh! Was zum... John! Der war neu. Ja, letztes Mal war sie ja auch nicht mit dabei. Ja, stimmt. Hm. Was wollt ihr von mir? Neugierig, wer sind sie? Wer sind sie? Was machen sie hier? Das sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Ups. Ach, jetzt sehen sie sich schon mal. Verängstigt.
Ja. Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Cool. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Hab ich selbst gesehen. Oh. Überhaupt nichts ist okay. Ich hab Angst, bin verwirrt und hab mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Ich muss nicht gleich überreagieren. Ich hab mich selber gesehen. Der Nebel nirgendwo hin. Echt? Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Nein, du bleibst jetzt mal bei uns. Vor allem Schaut, hab ich immer keine Horrorfilme. Am Anfang schon nie, auch schon immer nie, das Gefühl, Horrorfilme sind dass dumm. Der Professor dir ja immer ich gehe hier lang, mit Biegen ohne und euch. Vielleicht ist das keine gute will, Idee, da, ne? Taylor. Ich gehe da ja gar nicht so hin. Gut, wie er immer tut. Ja. Ich gehe mit John. Ja, also ich hab Andrew recht. Sie ist immer nur, wir können nicht Taylor recht geben. Sie ist ja auf... Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und nein. Das wollen wir doch alle, oder? Nein, das wollten wir nicht. Wir wollten zusammenbleiben. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Schickt zu eine uns. SMS. Geht ja gar nicht. Ja. Oh Mann, scheiße. Ja, toll. Ja, gut, ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Vielleicht wäre es so oder so passiert, egal was man macht. Hilfe. Dass die sich trennen. Ja, in irgendeiner Weise hätte sich die Gruppe sowieso getrennt. Das steht fest. Vielleicht in einer anderen Konstellation. Vielleicht wäre auch die Taylor alleine gegangen. Wer weiß. Moment. Das Geräusch. Ja, nein. Ey, du hältst, ne? Mist. B, war, oh, das war nicht B, das war nicht B. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wir leben noch. Ja, so. Kurz aktualisiert haben, oh, Scheiße. Ist alles okay? Ja, jetzt fragst du, ne? Vorher einfach abhauen. Irgendwo hier ist sicher mit ein B gerechnet. Weg, B kam noch viel später erst. Gehen wir. Es war doch immer erst A und X. Nein. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Was zur Hölle war das? Und jetzt? Was ist? Besorgt. Besorgt. Oder? Wir haben aber letztens gesagt, besorgt. Und jetzt sollten wir vielleicht zu John gehen. Beeil dich. Wir sollten zu John gehen. John? Er meint es gut, aber das wächst ihm über den Kopf. Neugierig? Warum hast du ihn so? Ach komm. Johns Zeit ist nicht längst vorbei.
Sie war nie da. Ein Möchtegern-Literat, der die Tage zählt, bis er endlich in Rente gehen kann. Seine Studenten finden das auch. Er ist barsch, uninteressiert, überheblich. Er behandelt alle wie Dreck, weil seine eigenen Träume nie in Erfüllung gingen. Nachdenklich? Echt? Willst du sie zur Anführerin machen? Na ja, warte. Vielleicht solltest du entscheiden, wohin sie gehen. Aus meiner elenden Ehe habe ich unter anderem gelernt, nie für andere verantwortlich zu sein. Das klappt nie und am Ende bist du schuld. Einfühlsam. War deine Ehe wirklich so schlimm? Ja. Du findest den richtigen. Nein. Ich bleibe lieber alleine. Ist besser so. Wir sollten zu John gehen. Ja, haben wir doch gesagt. Oh. Ja, mein Männchen. Ja. Ja, vielleicht sollten wir dann mal langsam los. Ja. Schon spät. Ist ja auch schon dunkel. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Positiv denken. Ja. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr Ach, geht scheiße, nicht. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch. Ich oder? Weiß nicht, ja, ob gut. mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Sieht so aus. Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel. Und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Kleinlaut? Ja. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Fehlentscheidungen dank mangelnder Beweise. Und es gibt, dieser Pfarrer ist ja nur... Kein Grund zur Sorge. Will auf jeden Fall immer alle da hängen, sehen und sterben lassen, wie auch immer. Aber es gibt nie Beweise, auch dass er das Mädchen immer... Wir haben ja keinen Beweis, dass das Mädchen was gemacht hat da. Nee. Also. Außer unser Gefühl. Und das Grinsen im Gesicht von dem Mädchen. Ja, dass sie manchmal so anteilnahmslos scheint, wenn andere sterben. Das ist so. Ja. Aber alles kein Beweis. Ich traue der Göre nicht, aber. Nein, ich traue ihr auch nicht, aber. Es ist irgendwie schwierig. Irgendjemand müssen wir trauen. Ja, ansonsten müssten wir sagen, der Pfarrer hat recht und dem kann ich auch nicht so richtig trauen. Mm. Was zum Teufel? Warte! Guck mal, jetzt rennt er schon wieder weg. Was macht denn Affe? Oh. Wenn ich
das verkackt hätte, was wäre dann statt der Katze da rausgekommen? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. Aber jetzt nehmen wir die Waffe mit, ne? Jetzt nehmen wir sie mit, natürlich. Ah, da ist das Buch. Moderne Magie. Bla 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 da. Achso, jetzt blättert es noch auf, genau. Ja, ich scrolle ein bisschen durch und dann schaut es euch an. Wir wissen es. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, was da drin stand, aber... Vier Schuss müssen wir uns merken. Ja. Hast du dich genug umgesehen? Aufgewühlt. Ich hoffe, wir sollten ihr nicht sagen, dass wir eine Waffe haben. Wir sollten zu John gehen. Er hat nicht angehalten, um Vorträge zu halten. Oh Mann. Wir haben ihn gesehen, wie er sich eine Waffe an den Kopf hält. Also wir haben nur die Waffe am Kopf gesehen, aber jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass er sich die selber an den Kopf hält. Naja. Das Leben ist nicht einfach. Was für ein Ort ist das? Das ist ein Baum. Wenn ich helfen kann. Hast du gesehen? Das ist ein Baum. Gibt's da was? Oder warum guckst du da? Willst du mich nur verwirren? Professor? Na endlich. Du bist ausgeflippt. Hat man das nicht dazu gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ja. Das war ziemlich verrückt. Bitte entschuldige meine Panik. Ich bin schreckhafter, als ich dachte. Danke fürs Nachrufen. Ja, mitfühlend. Punkt. Was zur Hölle war das da drin? Schelmisch. Nein, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube beruhigend ist es besser, ne? Weil wir sind ja alle insgesamt ein bisschen nichts. Ängstlich. Keine Sorge. Keine Sorge. Oh, scheiße. Was bin ich? In der zweiten Klasse? Mach mal. Er hat recht. Du solltest dich zusammenreißen. Haltet doch das Maul. Ach, jetzt könnt ihr es nach der Scheibe anwerfen. Ja. Schwere Hier Disziplin. Finden wir sicher was. Ja. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Wie wär's mit deinem Kopf? Der wird mir immer unsympathischer, der Heini, ey. Dabei bin ich so friedliebend. Ja. Wenn man dir keine Kettensäge gibt. Oh, ein Stein. Ein Stein ist ein Stein ist ein Stein.
Okay, ich schlag das Fenster ein. Kein Problem, ich mach das. Okay, wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ja. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann mal doch wirklich jeder. Oh nee. Ach komm schon. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Macht ihr dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Okay, ich werfe dann. Kann ich denn daneben werfen? Naja. Den Kopf. Du hast mich gestört. Wie hab ich dich gestört? Mit deinem Palaver. Das heißt Palaver, Andrew. Meint er das ernst? Wie die meisten Akademiker. Oh, ich glaub, das ein gewisser nicht so gut. Akademiker kriegt gleich eins über die Rübe für sein Palaver. 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 Ja, komm, wir treffen. Nein! Ich hab doch mal daneben geworfen. Hast du doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Haben wir nicht beim ersten Mal auch daneben geworfen? Also, beziehungsweise... Ich meine, das kam mir so bekannt vor. Ja, Welt. Eben. Scheint eben. Sicher zu sein. Oh Mann. War ganz einfach. Ja. Du bist ich bin dran. Stolz auf dich, du bist durch ein Fenster geklettert. Ja, echt. Guck mal, die hat sich das im Hintern gezogen. Was? Die Taschenlampe. Ach so. Das Handy hat er sich jetzt aus dem Hintern gezogen. Ich weiß nicht, was John gesehen hat, und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Ich glaube, wir müssen gleich speichern. Boah. Stimmt. Stimmt. Oh, da lief sie. Das ist ein Bus. Was war das? War bestimmt gar nichts. Ich hab grad nicht hingehört. Warum die Schule wohl geschlossen ist. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mach das Schule nie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Ganz ruhig. Genau. Oder? Ja. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Das ist ein bisschen beruhigend. Stand da noch was? Ja. Achso. Das kauft keiner, kein Wunder. Nee. Vielleicht sollten wir dann damit dem das nächste Mal starten, zu dem Mädchen folgen. Mhm. Also da kam das Geräusch her. Oh, dieser Ort ist der Horror. Echt jetzt. Ich bin ja nicht drauf, ich will ein bisschen spielen hier. Wurde jetzt eigentlich gespeichert? Ich glaube, das hat
Moment, verdammt, ich glaube, das konnten wir ja nicht sehen, ne? Weil, das war ja trotzdem gespeichert. Hey, geht's dir gut? Bestimmt jedes Mal bei Kurs aktualisiert oder so. Besorgt. Wer bist du? Ja, das Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Fass es nicht an, es könnte giftig sein. Das ist gerade nicht passiert. Steh jetzt, er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Ja, sei doch still jetzt. So spät. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte, nein, lass mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Unser Geheimnis bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Also sie darf irgendwas nicht sagen. Und du sagst nichts. Nein! Ja, wir müssen sagen, dass sie los. Auf jeden Fall. Ja. Hatten wir zwar letztes Mal auch, aber. Welcher Zauber ist das? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Immerhin hat sich bei uns bedankt. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Okay. Ich würde sagen, dann würden wir an dieser Stelle die Sitzung für heute beenden. Und machen dann am Samstag weiter. Also für euch nicht zu Hause, aber für uns machen wir Samstag weiter. Und ja, dann sehen wir mal, was unsere neuen Entscheidungen so alles Neues bringen werden. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.